Habe die Ehre, grüß euch Burschen und Mädels. Wir sind heute im schönen Sölden. Und ich nehme euch mit auf die wunderschöne Reise runter der Ohlweite Lein entlang. Setzt euch hin, macht euch irgendwas Schönes zum Trinken auf, genießt die Zeit, ab geht's. So, dann checken wir mal eine in die Lein. Sogar die Heerstraße, ja Wahnsinn. Ist auf jeden Fall fresh. So, dann checken wir mal die Ohlweite Lein in Sölden aus. Ich war jetzt schon 2 Jahre nicht mehr da, also Corona bedingt. Und merke, der Einstieg ist jetzt auf jeden Fall komplett neu. Hey, grüne Steine. Okay. Es ist so eindrucksvoll, das Panorama. Es ist einfach der Wahnsinn. Für die Wim Hof Begeisterten, da ist schon mal ein Tauchbecken. Perfektes Wim Hof Becken eigentlich. Es ist so geil, so schön. So, dann ist das jetzt der Einstieg, oder was? Ohlweite Lein. So, nicht abstürzen. Dann schauen wir uns das mal an. Schon sehr rough. Ich habe mir vorher in meine Reifen ein bisschen mehr Druck reingemacht. Ich habe keinen Bock, dass ich dann Platten habe. Aber wäre kein Problem. Ich habe nur keinen Bock, dass ich wechsle, aber ich habe im Unterrohr auf jeden Fall einen Schlauch und eine Gaskartusche dabei, falls es wirklich passiert. Servus. So, also grundsätzlich ist eher weniger Verkehr. Wenn ich das jetzt zum Beispiel mit dem Geißkopf vergleiche, Flow Country, ja, das ist halt eine ganz andere Hausnummer. Aber da ist man wirklich für sich da heroben. Ich hoffe, er sitzt entspannt auf der Couch. Vielleicht ist jetzt gerade schon Winter, scheiß Wetter draußen und ihr könnt es noch ein bisschen genießen, die Abfahrt mit mir. Ich werde mich auf jeden Fall mit Kommentaren ein bisschen zurückhalten. Servus! Ah, das war verkehrt. Es ist jetzt übrigens der 3. Oktober und wir haben super Wetter, sehr trocken.
aber es ist schon mittlerweile ziemlich fresh. Ich glaube, es hat 6 Grad Lufttemperatur. Aber es ist eigentlich sehr dankbar, das Wetter. Super geil. Ja. Ja, da scheppert's im Gebälk. Auf jeden Fall gibt's keine Bremswellen. Das ist auf jeden Fall schon flowiger. Nicht runterfallen. Das ist das, wenn man alles auf Sicht fährt. Geiler Fotospot. Oh yeah. Wow. Ah, das muss man kennen. Geil.
Servus. Geht schon mal. Ist auf jeden Fall super gebaut, weil man muss echt nicht oft bremsen. Das macht das angenehm. Kann man öfters mal ein bisschen verschnaufen und Death Grip fahren. Ach so, Death Grip für die nicht geneigten Mountainbike YouTube-Zuschauer. Das bedeutet, man nimmt den Zeigefinger vom Bremshebel beidseitig, um den Lenker besser halten zu können. So, machen wir ein Päuschen, oder? So, nicht abstützen. Servus.
nicht abstürzen. Einfach nein. Durchschlag. Baum. So, dann haben wir es gleich geschafft. Ich sage schon mal an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Abonniert den Kanal, wenn ihr auf sowas Bock habt. Und bis dann. Ciao.